Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Jurassic World Evolution 2. So gut Leute, mal weiter an der Stelle. Wir haben hier zwei Dinos, die haben eine Lungenentzündung. Da bin ich gerade dabei, mich noch drum zu kümmern. Und zwar einmal der Gute hier, der Sebastian. Lungenentzündung, niedrige Gesundheit. Aber das mal hochgeheilt, das ist sehr, sehr gut. Und dann haben wir, die haben eine Erkältung, das geht von alleine. Ne, auch Lungenentzündung. Hier ist Erkältung. Ne, auch Lunge. Die haben ja alle Lungenentzündung. Okay, die zwei haben Lungenentzündung. Wir hatten ja letzte Folge das Problem, dass wir ganz viele mit Erkältung hatten, ganz viele Dinos. Wo es aber hieß, das geht von alleine wieder weg. So, Gesundheit ist auch wieder oben bei ihm. Und jetzt müssen die gescannt werden. Beziehungsweise wissen wir das ja schon, oder? Er holt sich mit der Zeit. Da müssen wir einfach nur gucken, dass die Gesundheit oben bleibt von denen. Dann scheint alles gut zu sein. Gut, dann haben wir wieder was dazugelernt. Dann machen wir weiter an der Stelle. Unser Ziel war es jetzt eigentlich erstmal, Wissenschaftlertraining zu beginnen, dass wir die besser machen können, ne? Unser Personal. So, und dafür haben wir letzte Folge Trainieren erforscht. Und das können wir jetzt theoretisch auch machen. Ich probiere das einfach mal aus, okay? Gucken einfach mal. Training. Ach, ich kann sogar aussuchen, wo ich die besser haben möchte. Das ist sehr interessant. Sekunde. Wir müssen... Erhöhe die Wissenschaftlerfähigkeit Fürsorge. Fürsorge ist wahrscheinlich das Gesundheit gemeint, ne? Also wo ich immer Gesundheit sage, das hier müsste Fürsorge sein. Würde ich jetzt zumindest einfach mal denken. Den habe ich auch eigentlich immer gerne für die Expedition. Da würde ich gerne Logistik erhöhen. Das ist, glaube ich, so das, was man da auch immer braucht. Ich muss nur bestätigen, hm? Ja, so, bestätigen. Trainieren, Wohlbefinden, bestätigen. Und bei dir würde ich auch noch Wohlbefinden. Oder wir machen bei ihm Forschung, das wäre eigentlich bei ihm schlauer. Also Genetik, bestätigen. Und hier würde ich Wohlbefinden 1 erhöhen, bestätigen. Die Zeit trennte uns nicht ohne Grund. Früher gehörten die Saurier hierher. Das war ihr Planet. Aber das war früher, nicht heute. Die Frage lautet also, geht die Zeit mit dem konform, was die Wissenschaft versucht, die geologische Uhr zurückzudrehen? Den Zeitstrahl, der zuverlässige Aussagen über den Verlauf der Welt liefert? Ich weiß ja nicht, aber hier in der ersten Reihe wird es definitiv nicht langweilig. Okay, krass, das war instant fertig, Leute. Ich hätte gedacht, da müssen wir auch wieder erst warten oder so. Wissenschaftliche Ausbildungsthese. Ein Wissenschaftler bittet um Gelder, um eine Idee aus der Ausbildung zu überprüfen. Investiere in Weiterbildung und Fähigkeitsverbesserung für den Wissenschaftler. Da verlieren wir 200.000, kriegen aber Publicity-Bewertung 5% und sie erhält einen Fürsorgepunkt. Ja, ne, das machen wir auf jeden Fall. Ah, finde ich so cool, dass da solche Random-Dinge mit dabei sind. Finde ich so super. Cool, okay. Kann ich theoretisch die jetzt noch weiter ausbilden oder gibt es da jetzt einen Cooldown? Das würde mich jetzt mal eben noch interessieren. Wissenschaftler ansehen. Forschung erforderlich. Ah, ich verstehe. Okay, das müssen wir jetzt erst erforschen. Dafür ist Stufe 2 da. Forschung ansehen. Infrastruktur. Ich glaube, hier ist das, oder? So, das ist Personalverbesserung 1. Das ist 2. Okay, dafür brauchen wir aber 2 Punkte mehr in Logistik. Das heißt, wir müssen noch einen Wissenschaftler einstellen, wo wir noch Logistik dazu bekommen. Okay, da würde ich erstmal was anderes erforschen. Und zwar, ich hatte hier irgendwas gesehen mit Attraktion, was ich gerne hätte. Das hier, Gästeattraktion. Standard Gästeattraktionsmodul, Innovationszentrum. Das würde ich gerne erstmal erforschen. So, wir brauchen 5 Logistikpunkte dafür. Nehmen wir dich und dich. Aufgabe starten. So, das hätten wir. Und dann machen wir erstmal weiter. Hier, Bereich ist auf jeden Fall groß genug. Wir könnten noch ein paar reinlassen. Bestand gibt es keine Grenze nach oben. Okay, dann würde ich nochmal breeden wollen. Saurier synthetisieren. Wir haben aber noch nicht genug Forschungspunkte. Okay, dann warten wir noch eben, bis das abgeschlossen ist. Wissenschaftler ansehen. 9 hinzufügen. Verringert die Aufgabendauer für Expedition um 50%. Das ist ziemlich nice. Ich würde, glaube ich, trotzdem erstmal die gute Kasseri nehmen. Rekrutieren. Bestätigen.
So. Aber wisst ihr was, Leute? Ich glaube, ich schnapp mir noch irgendeinen, wo das Gehalt nur halb so hoch ist. Idealerweise jemand mit guten Punkten. 332, 322, 312. Okay, nö, Leute, lasst mal hier den Kollegen daneben, 332. Der Owen Juke rekrutieren. Der will nur $7,000 pro Minute, das ist angenehm. Also an sich ist $7,000 pro Minute ein guter Stundenlohn, aber muss das ja hier ein bisschen anders rechnen. So, gut, dann würde ich die gleich mal noch trainieren. Moment, Wissenschaftler ansehen. Ah, wie könnte ich nicht trainieren? Ah, hier steht's, Trainingsstufe 2. Die sind quasi schon auf der nächsten Stufe. Ich verstehe. Okay, gut. Gästeattraktion, Innovationszentrum. Das würde ich gerne mal bauen. Attraktion, das hier. Eine lehrreiche Unterhaltungserfahrung, bei der die Technologie auf die Urgeschichte trifft. Zieht Gäste mit bestimmten Vorlieben an. Okay. Gästeanreiz plus 100. Das klingt doch super, Leute. Das klingt doch super. Ey, da muss ich mir den anderen Spaß auch nochmal genauer angucken, was das so bringt. Ach, das kann man... das ist ja interessant. Man kann das mit mehreren Wegen verbinden. Wenn ich das Gehege etwas umändere, könnte ich das hier reinballern. So. Lassen wir es fertig bauen. Ein Gate wäre noch gut. Machen wir es mal hier rein. Lassen wir es fertig bauen. Und dann reißen wir das hier weg. So. Dann das hier wegreißen. Das sieht gut aus. Und jetzt versuchen wir das mal reinzubauen hier. So hier ungefähr. Ich glaube, das fände ich noch cooler. So. Okay. Und Torosaurus neues lebensfähiges Genom freigeschaltet. Das ist auch schön. So, Straßen. Wir müssen unbedingt ja mal die breiteren Wege freischalten. Und das sieht ja schrecklich aus hier. Ich hoffe, das kriege ich mit Terraforming noch hin irgendwie. Gelände, Terraforming, Kletten. Ja. Können es halt höchstens auf eine Höhe hier bringen irgendwie. Scheiße. Okay, ich klette das erstmal und dann ist okay. Das sieht doch sogar ganz okay aus. Das ist in Ordnung. Das kriegen wir später noch schöner hin, dann mache ich den Mast einfach woanders hin, aber die Prioritäten sind jetzt erstmal andere. So, gut. Und mit Weg verbinden. Machen wir so hier. Wie? Also doch, ich kann mehrere Sachen. Ich wollte schon sagen. Ich dachte schon, dass jetzt doch nur ein Weg geht. Das wäre voll schade gewesen. Ja, machen wir doch mal so hier. Kann man hier noch was Schönes reinballern oder so. Ist eigentlich ganz cool. Dann hätte ich hier gerne noch eine Verbindung. So hier. Und wir könnten theoretisch hier auch noch einen Weg lang ziehen. Aber ich glaube, ich lasse es erstmal so, wie es ist. Wir können es uns hier noch machen vielleicht. Machen wir so hier. So, und das würde ich jetzt aber auch gerne nochmal kletten. Mal sehen, ob das noch irgendwas bringt. Ja, ein bisschen. Ein bisschen sieht es dann irgendwie schöner aus und smoother. Okay, alles klar. Innovationszentrum steht. Strom ist auch da. Sieht das mal gut aus. Dann sollten wir jetzt noch ein paar Gäste mehr dazu bekommen, was sehr, sehr schön ist. So, nächster Schritt, Leute. Wissenschaftszentrum, Fossilien ansehen, haben wir jetzt, glaube ich, alles durch, oder? Weitestgehend zumindest. Dann lasst mal gucken wegen neuen Expeditionen. Oder gleich neue Forschung nochmal gucken. Lasst das mal wegen Forschung schauen, dass wir noch was freischalten und dann machen wir Expeditionen. Okay, Leute, ich habe mir was überlegt. Wir versuchen jetzt so schnell wie möglich die 500 Gäste zu erreichen. Und dann würde ich gerne diese Touren freischalten, beziehungsweise erforschen. Das sieht doch schon ganz cool aus, so mit dem Innovationszentrum. Das gefällt mir eigentlich. So, erster Schritt. Saurier synthetisieren. Wir hauen jetzt hier nochmal ein paar Ceratosauren raus. Und Genom modifizieren. Wir machen mal eine andere Farbe. Nehmen wir mal das hier. Ach, guck mal. Kampf können wir jetzt auch was auswählen. Stark können wir die machen. Bescheiden. 25% Chance. Okay, stark hätte ich gerne. Machen wir mal langlebig 50%. Stark 25. Wobei langlebig ist halt schon sehr nice, ne? Dass sie uns nicht wegsterben so schnell. Machen wir es so hier. So. Und Wissenschaftler zuweisen. Wir brauchen 7 Wissenschaftspunkte. Da auf jeden Fall nehmen wir dich hier für die Synthese. Und dich hier würde ich nehmen. Und schon. Oh, das geht ja perfekt auf. Nice. Let's go.
So, 2 Sekunden. Mache ich mal ganz kurz ein bisschen schneller eben. Dim, dim, dim. Hätten wir. Und jetzt breeden. Eier auswählen. 2 Eier haben wir diesmal bekommen. Krass, ne? Das letzte Mal hatten wir 4 Eier. Ich glaube, da hatten wir wirklich richtig Glück. So, keine Merkmale. Plus Lebenserwartung und plus Ausdauerregenerationsrate. Okay, cool. Können wir uns nicht leisten. Dann warten wir noch kurz, bis wir ein bisschen Geld angesammelt haben. Unsere Bilanz müsste ja rein theoretisch positiv sein. Ja, das sieht gut aus, Leute. Aktuell Gewinn pro Minute 150.000 Dollar. Das sieht auf jeden Fall ganz nice aus. Habe ich übrigens jetzt auch gecheckt, Leute. Guckt mal. Wenn wir auf Gäste gehen und kleine Einrichtungen, sehen wir links unten die erwarteten Gäste, wenn wir das dort platzieren. Was ich eigentlich sehr, sehr cool finde. Hier hätten wir 100 erwartete Gäste. Ich hoffe nur, dass es hier dann nicht weniger wären. Aber ich denke fast nicht eigentlich, ne? Dann würde ich, glaube ich, 100 erwartete Gäste könnte sich schon lohnen. Dann bauen wir das mal. Hier sind 87, 95. Alter Schwede, guck mal, wenn wir das hier hinbauen, kriegen wir sogar 130 dazu. 140 kriegen wir hier. Aber hier ist halt auch rot, ne? Deswegen, das ist ja keine Abdeckung. Okay, alles klar, 161. Dann einmal hier essen. 130 Gäste werden erwartet, das ist schon mal gut. Ich würde aber gerne gleich noch Getränke und so weiter bauen wollen. So. Kein Strom, kümmere ich mich gleich drum. So. Okay, jetzt müsste es theoretisch passen, wenn wir es platzieren. Gäste, kleine Einrichtung. Erwartete Gäste. 132. Okay, mache ich ungefähr den gleichen Abstand wie auf die Gebäude rechts. So. Und jetzt brauchen wir noch Strom. Dann reiße ich das hier weg. So. Oh, Parkbewertung geht nach oben. Ja, da freue ich mich. Sehr schön. Gute Arbeit, weiter so. Sieh dir dieses neue Ziel an, wenn du Zeit hast. Erhöhe die Anzahl der Gäste von deinem Park. Ich glaube, das ist was wir jetzt lösen werden. Erhöhe deine Parkbewertung. 500.000 Dollar ist halt auch nice, ne? Ich nehme mal das hier. 3.0. Okay, gutes Ziel. Saurier würden reichen. Aber wir haben Konkurrenz. Fressen oder gefressen werden ist jetzt das Motto. Also müssen wir alles in unserer Macht Stehende tun, um die Parkbewertung zu verbessern. Ja. Sie misst unseren Erfolg im Paleo Entertainment. Ja, so sieht's aus. So, gut, dann bauen wir das mal hier hin. Dann müsste hier alles abgedeckt sein, theoretisch. Und wir müssen das noch hier mit hier oben verbinden. So hier, so. Aber ich glaube, das ist jetzt schon das Optimum. Nee, leer würde mehr bringen, tatsächlich. Okay, dann lasse ich das leer. So, alles klar, das hätten wir auch. Nice. Und wisst ihr, was schön ist, Leute? Unseren 2 Dinos, die eine Lungenentzündung hatten, die sind wieder genesen. Denen geht's allen gerade sehr, sehr prächtig. Wir müssen bald mal wieder wegen Statusüberprüfung gucken. Aber es scheint erstmal allen wieder gut zu gehen. Das war sehr, sehr schön ist. Hier geht's allen gut. Der Angela geht's auch gut. So, okay, Leute. Dann Ceratosaurus. Ich hoffe, wir haben jetzt genug Geld. Wir haben 1,2 Millionen. Eier auswählen. Es wird ja sogar nochmal ein bisschen günstiger, weil wir haben ja billiger Brutvorgang. So, da geht's ja ein bisschen nach unten. So, wir brauchen jetzt noch 2 Gesundheitspunkte. Nehmen wir dich einfach. Ey, der ist super gut, Leute. Super gut, dass wir den geholt haben. Aufgabe starten. Los geht's. So, hier können wir nichts irgendwie noch machen, oder? Nein, leider nicht. Okay, dann würde ich jetzt sehr, sehr gerne wegen Expedition mal gucken. Wir haben immer noch nichts gemacht, was das angeht. Dann Expeditionskarte ansehen. Oder wir machen Dilo und machen ein kleines Dilo-Gehege. Da hätte ich auch Bock drauf. Lass mal Dilo machen. Ich mag Dilos irgendwie. Ich finde die lustig. Die kleinen Giftzwerge. Günstigere Expeditionen. Können auch schneller machen. Oder wir machen beide rein. Oh, 54 Sekunden. Let's go. Das dauert überhaupt nicht lange. Nice. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, aber ich mag das neue Mitarbeitersystem. Sehr, 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 sehr gerne. Das ist super cool. Super motivierend. So, Expedition abgeschlossen. Sehr, sehr schön. Da kommt auch schon der Hubschrauber. Okay, wir haben sehr, sehr viele Sachen bekommen, auch womit wir ein bisschen Geld machen können. Das ist gerade jetzt sehr, sehr angenehm. Nehmen wir mal alles hier erstmal rein. Das ganze Osmium.
Und den Rest würde ich mit Dylos auffüllen wollen. Wupp. 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 Und dann du noch. Wobei, halt, hier haben wir sogar einen Dreier. Dann nehmen wir das hier raus. Das hier raus. Und dafür das hier rein. Okay, dann sind wir schon bei 65%, wenn wir das alles machen. Ja, steht da ganz rechts klein. Fortschritt 65%. So, Wissenschaftler zuweisen. Wir brauchen 3 Forschungspunkte. Extraktion habe ich noch keinen. Dann würde ich einfach nur dich hier nehmen. Aufgabe starten. Nee, halt. Die hat 4. Aber egal, machen wir trotzdem. Aufgabe starten. Let's go. So, und wir starten gleich noch eine Expedition. Und versuchen erst mit dem Dido auf 100% zu bringen. Deinonychus. Oh, Deinonychus hätte ich halt auch Bock. Die sind halt auch super, ne? Okay, nehmen wir dich wieder und dich. Damit es schön schnell geht. Aufgabe starten. Let's go. Rein theoretisch. Genau. Sind die zwei jetzt auch gleich ready. Dann lassen wir die noch raus. Höchstwahrscheinlich wird es dann wieder einen Alpha-Kampf geben. Mal sehen, ob Bugs sich wieder durchsetzen kann. So wie das letzte Mal. So, Saurier freilassen. Let's go. Okay, also rein farblich sehen die ganz schön unspektakulär aus. Jetzt haben wir schon 5 davon. Oder? Ich glaube, wir haben jetzt 5. Ach stimmt, wir hatten vorhin gar keine 4 Eier, sondern 3. Aber eins mehr als diesmal quasi. Fehlende Beute. Es könnte sein, dass das jetzt nicht mehr ausreicht, ne? Ich weiß nicht. Ich gehe mal auf Nummer sicher, Leute. Ich baue mal noch ein so ein Lebendbeute. Futterstation brauche ich mal noch eine mit rein. Machen wir hier hin. So. Weil wir wollen ja schon, dass die sich mehr hier aufhalten, so in dem Bereich. Auf lange Sicht auch. Na gut, ich meine, wenn die Beute hier hinrennen, dann ist er halt da. Dann ist das halt so. So. Und wir brauchen mal wieder eine Statusüberprüfung. Moment. Nehmen wir uns eben das hier. Aufgabe hinzufügen. So. Und du hier gehst bitte. Moment. Aufgabe hinzufügen. Hier hin. Ist das nicht machen? Doch, kann ich. So, und dann nach dahin. Müsste gehen, ne? Posten zugewiesen. Ist der und dann der. Hier ist jetzt gerade kein Strich, aber ja gut, ist jetzt erstmal so. So, okay. Expedition ist, glaube ich, schon wieder abgeschlossen. Hm? Nee. Ja, doch, ist. Aber läuft gerade noch die Extraktion. 18 Sekunden noch. Okay. Wieder einen Alpha-Kampf geben. Ja, die schnuppern sich erstmal. So, das ist der Ruby. So. Und du, mein Kollege. Das ist der Willi. Bisher vertragen die sich besser als erwartet. Ja, nur das Auto mögen sie nicht ganz so gern. Das war der Tim, ne? Der Tim, der mag die Autos nicht so gern. So. 2,5 haben wir mittlerweile. Alpha-Kampf. Das war nur ein Anschnuppern. Das ist Tim. Und das ist Willi. Okay, also bisher ist es sehr, sehr entspannt. Vielleicht sind die auch einfach einverstanden. Okay, Bugs ist der Alpha. So, Saurier synthetisieren. Nee, halt, machen wir noch nicht. Ich will jetzt unbedingt Dylos haben. 17, 24. Ich denke, das ist dann erstmal okay. So. Ah nee, hier haben wir nochmal Dylos. Plus 35%. Dann brauchen wir das hier gar nicht mehr drin haben. Oder? Nee, wir müssen das drin haben. Dann sind wir exakt bei 100%, wenn wir das machen. So, ja gut, mehr Slots haben wir nicht frei. Wenn ich das rausnehme, sind wir bei 33%. Ja, nee, gut, also dann ziehen wir jetzt durch. So, leider haben wir nichts mit einem Slot, deswegen müssen wir das jetzt so hier machen. Wir brauchen 3 Wissenschaftspunkte, dann nehmen wir einfach wieder dich hier. Let's go. So, und wir starten gleich die nächste Expedition. Wollen wir deinen Onikus machen? Lass mal deinen Onikus machen. So.
Dafür nehmen wir das hier, das hier. Und das geht perfekt auf. Oh, das ist ein super Team. Kazari und Tuvei, super Team, die zwei. Let's go. So, und ich gucke auch gleich nochmal Forschung. Hier könnten wir was machen. Stego. Ja, let's go. Ich mag Stego gerne. So, nehmen wir dich und billigere Forschung. Let's go. Okay. So, und sobald wir jetzt diese Fossilien extrahiert haben, werden wir sofort Dylos rauslassen. Gerade. Das ist Tim und das ist Willi. Aber die scheinen sich ganz gut zu verstehen, hä? Es werden wohl neue Buddies, so wie es aussieht. So, Stego haben wir abgeschlossen. Sehr, sehr schön. Ey, ist krass, ne? Das Geld geht jetzt echt gerade gut nach oben. Geht gut nach oben, das Geld. So, wie sieht es extrahieren aus? Ist das schon fertig? Noch 30 Sekunden. Okay. Alles klar. Gut, dann, ich glaube, die Dylos können wir jetzt auch rauslassen. Mit 100%. 100%? 99 Anziehungskraft? Wow. Jetzt bin ich mir gerade verunsicher, ob ich die dann wirklich... Ich lasse erstmal raus, aber ich weiß nicht, ob ich nicht vielleicht das doch absperren will. Ich habe so Schiss, dass sie gefressen werden. Ich könnte es mir halt gut vorstellen, aber mich würde es ja auch ein bisschen interessieren. So. Ich bin ein großer Fan aktuell von diesem Mangrovenwald. Nehmen wir erstmal das hier. So, was haben wir noch? Belastbarkeit. Verstehe, wir können das auch hoch und runter machen. Belastbar, langlebig, sozial, anhänglich, bescheiden. Aber bescheidene Dylos macht irgendwie nicht so viel Sinn. Anhänglich schon eher. Und machen wir hier bei langlebig eins runter. Und dafür machen wir... Ach, anhänglich geht gar nicht zurück. Ich probiere es einfach mal aus. Wir testen einfach mal. Können wir mal machen. So, speichern. Wissenschaftler zuweisen. Du. Und nehmen wir dich mit rein. Das ist wirklich eine super Ergänzung, der Typ. Bam, 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 bam. Ich finde das schon krass, wie schnell das geht. Gelegegröße 8, wir haben 4 rausbekommen. Erwartete Überlebensrate 75%. Okay. Dann hatten wir jetzt wohl eher Pech gehabt, so wie es aussieht. Oder geht die Überlebensrate erst jetzt los, wenn wir die Eier breeden? Das kann halt auch sein. So, er ist bescheiden, langlebig, fit. Bescheiden, langlebig, fit. Bescheiden, fit. Und fit. Was kostet das? Okay, wir können es uns leisten. Ey, die sind so teuer, Leute. Wir machen es jetzt so. Wir machen einen kleinen Test. Ich werde wahrscheinlich das Gehege absperren und ein eventuell mal rüberschicken zu den Ceratosauren. Und wir gucken mal, was passiert. Ich glaube, das wird mir besser gefallen. Ich will nicht alle verlieren jetzt, weil irgendwie das doch so ist, wie es ist. So, wir brauchen... Ne, wir machen einfach billiger Brutvorgang. Und dann haut das ja eigentlich schon hin. Aufgabe starten. So. Okay, da müssen wir jetzt nur überlegen, wie groß wir das Gehege machen. Oh, die sind gerade alle hier. Da würde ich wahrscheinlich hier eine Grenze ziehen erstmal. Hier eine Grenze ziehen. Hoffen, dass das groß genug ist für beide. Wir werden es ja sehen. Zäune... Okay, dann ziehen wir das hier so lang. Gehen wir hier vielleicht noch ein bisschen in die Richtung. Es könnte sein, dass das zu klein ist für die, aber wir werden es ja sehen. Wir werden es ja sehen, Leute. Was ich das mit Fässern noch ein bisschen. Ah, ich bin immer noch ein großer Fan davon, wie das Step by Step fertig gebaut wird. Mir gefällt das. So, gut, Leute. Kann halt sein, dass es zu klein ist. Wir werden sehen. Wir gucken erstmal Ceratosaurus, ob die noch genug Platz haben. Weil es sind ja auch deutlich mehr geworden. Das darf man auch nicht vergessen. Bereich. Haut gerade so hin. Haut gerade so hin. So, aber vielleicht machen wir den Zaun auch wieder weg. Ich werde einfach mal einen rüberschicken, einen Dylo. Und dann gucken, was passiert. Das Problem ist nur, Dylos alleine sind bestimmt mega unzufrieden. Ziemlich safe. Wollen die im Rudel rumrennen. So, Dylos sind ready. Saurier freilassen. Los geht's. Zum ersten Dylo. Zum ersten. Alter.
So. Okay. Dieser Dilophosaurus hat einen Nackenschild, den er aufstellt, Beute. Wenn er Gefahr wittert. Wasser. Außerdem spuckt er seiner Beute in die Augen, sodass sie nichts sehen kann, wenn er angreift. Abgefahren. So, ich hätte hier gerne Wasser. So hier. Und jetzt noch Beute. Dann machen wir hier, dass das im Sichtfeld von dem Ding hier ist. Bums. Und jetzt schauen wir mal, wie die sich so fühlen. Bereich. Ja. Es geht noch ein bisschen nach oben. Wasser, 3% ist okay. Wald könnte noch mehr. Bereich ist im grünen Bereich. Es ist alles im grünen Bereich. Das müsste jetzt eigentlich Step by Step hochgehen, rein theoretisch. Es müsste langsam hochgehen. Sie hätten halt gerne noch ein bisschen mehr Wald, wie es aussieht. Aber es ist erstmal komfortabel, das ist erstmal okay. Fehlender Wald in Panik. Zählt das denn hier nicht als Wald? Das müsste doch eigentlich als Wald zählen, müsste man meinen. Also es ist halt ein Wald. Wald. Ja, es ist ein Wald. Machen wir hier noch ein bisschen mehr hin, meinetwegen. Können wir auch gerne noch ein bisschen zumachen. Das sieht sowieso immer besser aus. So. Ich mache mal den Wald noch ein bisschen größer. Okay. Mal sehen, ob das irgendwas bringt. Die Ziege, Leute. Alter, sind die schnell. Die sind richtig schnell. Okay, irgendwie ist das hier. Das Gras ist ein bisschen strange, wie sich das verhält, aber jo. Komfort 87%. Das mit dem fehlenden Wasser irritiert mich jetzt ein bisschen, weil hier ist ja eigentlich welches, aber okay. Ich hau euch noch ein bisschen was rein. Und... machen wir ein bisschen mehr. So, und die Bäume würde ich gerne rausnehmen. Das ist halt schon cool, wie das plötzlich cool aussieht. So hier. So. Und dann würde ich gleich mal noch eben gucken wegen Textur. Felsen macht halt jetzt hier nicht so viel Sinn. Ne? Schnee, Sand. Sand können wir gerne ein bisschen machen. So. Und ich mach mal ein bisschen hübscher. Aber ich freue mich so auf Deutschland, Leute. Es macht überhaupt keinen Sinn, dass hier oben das Wasser ist und hier geht's nach unten. Das ist auch ein bisschen bescheuert. Das sowas würde ich auch anpassen, wenn ich noch ein bisschen mehr Geld habe. Mal ein bisschen Schlamm hier hin. So, okay, was ist das? Ich freue mich wirklich auf Deutschland dann. Ich denke, dann sind auch die Texturen wie Sand und so deutlich besser zu erkennen. Hinzufügen. So, hier haben wir ein Gate drinne. Wir haben aber bei dem Ceratosaurus kein Gate. So hier. Und wir machen hier auch noch ein Gate rein. Dann können die ein bisschen flexibler rüberfahren. Okay, hätten wir auch. Wir sind übrigens fast bei 3 Sternen, Leute. Fehlt nicht mehr viel. So. Und trinkt. Okay, trinken funktioniert auch. Wahrscheinlich war irgendwie hier einfach nur zu viele Bäume oder so. Ich habe keine Ahnung. So, du bist der Benjamin. Benjamin ist in Panik. Weil er gerade angeschossen wurde von dem Auto hier. Der hat einen Dart im Hintern. Ich finde es immer so schade, dass man im Wald nicht ranzoomen kann. Das sah zumindest gerade so aus. Jetzt hat er sich im Wald versteckt. Verletzung. Owen Grady, Spezialist für Tierverhalten und unser hauseigener Velociraptor-Trainer. Er arbeitet direkt mit den Tieren. Wenn du was von ihm brauchst, solltest du jetzt mit ihm darüber sprechen. Solange er noch lebt. Ah, Leute, wahrscheinlich gab es wieder einen Alpha-Kampf. Der MVU-Scan bestätigt meine Vermutung. Dieser Saurier hat eine gebrochene Klaue. Darüber muss man sich keine Sorgen machen, aber es könnte schlimmer werden. Vielleicht sogar einwachsen, was schmerzhaft wird. Behalten wir es im Auge. Okay. Also ihm scheint es trotzdem noch ganz gut zu gehen.
Ey, man muss ja wirklich sagen, so wie die Dinos sich verhalten und so, das ist in meinen Augen eine deutliche Verbesserung zum Vorgänger. Es macht viel mehr Spaß, denen zuzugucken. Allein wie cool die Dinos sich bewegen und wie schnell die sind und agil und alles. Das sieht halt irgendwie alles in Anführungsstrichen realistisch aus, finde ich. Ich finde das super. Damit wir die einfach hier ein bisschen besser sehen. Irgendwie. Oh, voll schön, ey. Keine Ahnung, mir gefällt das irgendwie. Wir haben halt jetzt wirklich nicht so viel Platz, ne? Aber, ja. So, gut, er wurde betäubt. Dann Transport. Benjamin, kommen wir denn mit? Versperrt, setzt schwere Verletzung voraus. Okay, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Ich gucke mal eben, ob wir irgendwie ihn noch verarzten können. Statusprüfung können wir nur machen. Und hiermit. Medizinischer Scan. Wir probieren es einfach mal. Aber anscheinend, geht er nicht mehr. Das ist jetzt mit der Kralle, ist einfach so. Ich meine, wurde auch gerade gesagt so, ne? Wir beobachten das einfach mal. So, und euch geht's auch noch gut, ne? Euch geht's auch noch gut. Sehr schön. Okay, das hat besser funktioniert als erwartet. Ich glaube halt, sobald wir einen Dino rüberschicken. Oi. Ich denke, die werden sich halt gegenseitig zerfleischen, oder? Wir könnten halt das Dino-Gehege dann auch ein bisschen größer machen. Lassen noch ein paar Dinos raus und dann schicken wir einen rüber und gucken, was passiert. So gut, Leute. Dann mache ich erstmal Schluss jetzt hier mit dieser Folge. In der nächsten Folge. Also, wir sind eigentlich bei 2,8 oder 2,9 Sternen. Das Problem ist gerade das Wetter. Ne, deswegen ist es jetzt runtergegangen. In der nächsten Folge, unser klares Ziel, 3 Sterne zu erreichen. Und dann gucken wir mal, ob wir jetzt hier dann noch ein bisschen weitermachen oder ob ich dann schon mit dem Deutschlandpark, mit dem Deutschland-Dino-Park anfange. Das überlege ich mir dann mal. So, denkt bitte an den Daumen, denkt bitte an Feedback. Würde ich mich sehr freuen. Und noch mehr freuen würde ich mich, wenn wir uns nächste Folge wiedersehen. Macht's gut, Leute. Tschüssi.